Der Markenrebell Podcast. Spannende Interviews, wertvolle Strategien und provokante Botschaften für Führungskräfte und Unternehmer. Stell dich den Herausforderungen der Digitalisierung und setze als Marke ein Zeichen. Von und mit Markenrebell Norman Glaser. Ist ja wichtig, Frauen entscheiden sich ja auch für Männer, wenn die lustig sind. Ja, voll. Humor, sagen die Frauen, ist immer das Wichtigste. Komisch, oder? Naja, ich... Boah, jetzt darf ich nichts Falsches sagen. Ich finde Humor sehr, also dem Leben positiv begegnen. Mhm. Und der Frau. Okay, das heißt, wir machen heute eine Podcast-Folge für Frauen. Ja, können wir machen. Ja. Mhm. Du bist heute so lustig, humorvoll drauf. Ja. Ich habe meine lustigen Tage. Stimmt, Männer haben auch ihre Tage. Ja. Das muss ich mal wirklich sagen. Ja, aber 99% der Fälle bin ich eigentlich auch wirklich lustig. Ich würde sagen 99,9%. Das ist schon anstrengend? Nein, das ist voll in Ordnung. Nein, wir lachen ja richtig viel, stimmt? Mhm. Stimmt. Ja, wir haben, es ist eigentlich echt total lustig mit uns. Eigentlich, ne? Nee, eigentlich nicht. Also eigentlich nicht. Also ohne das eigentlich meine ich. Ah, ohne das eigentlich. Also uneigentlich ist es. Ja, es ist total lustig. Nicht so viel lachen durch die Erschütterung, die Kleine ist jetzt wach. Stimmt, und ich habe ja, hat mir Norman gerade vorhin gesagt, einen etwas geringeren Aktionsradius als sonst. Also nee, Kabelleine. Einen größeren. So entstehen Missverständnisse. Ich habe dir das Mikrofon angehängt, da ist ein Kabel dran. Mhm. Das Kabel ist 1,50 Meter. Ich habe gefragt, ob du damit klarkommst, mit diesem größeren Aktionsradius. Als sonst. Das hast du total lustig gefunden, oder? Du nicht. Nein, weil darauf folgte der Satz, wie hast du gesagt, gekocht habe ich nichts, aber ich sehe richtig gut aus am Sofa. Nein. Doch. Warum? Weil ich am Sofa mit der Kleinen gerade liege. Die Kommunikation ankommt. Ja, sehr spannend. Weil ich habe vergessen, die SD-Karte für dieses Aufnahmegerät hier, jetzt muss die nochmal los, ja, und habe dich für einen Moment zurückgelassen mit dem Satz, gekocht habe ich nichts, aber schau mal, wie ich da liege. Ah ja, ist ja das Gleiche, oder? Also unterm Strich. Aber das ist ein Running Gag. War das ein Hinweis? Nee. Frauen denken ja immer, es wäre alles, was man ihnen sagt, ein Hinweis. Ja. Also ich denke ja dann sofort, ich muss etwas kochen. Ich meine, ist ja auch richtig, nicht? Aber das ist tatsächlich so mit den Hinweisen. Und vor allen Dingen, Frauen denken, es wäre ein Hinweis. Und Frauen kommunizieren dann auch in Form von Hinweisen. Definitiv. Das heißt, der Mann darf hinhören. Meine Wortwahl ist jetzt sehr wichtig. Darf lernen, mit den Äußerungen einer Frau zu verstehen, was sie meinen könnte. Da werden jetzt viele Frauen sagen, ist ja Blödsinn, ich sage immer direkt, was ich will. Das gibt's auch, ja. Das gibt's auch. Selten. Ich oute mich, eine Hinweisfrau. Ich gebe größtenteils Hinweise. Ich sage zum Beispiel, irgendwie ist kalt herinnen. Boah, hab ich einen Hunger. Ich bräuchte eigentlich wieder neue Schuhe. Ist mir langweilig. Die Stadt wäre jetzt auch ganz nett. Stimmt's? Ja. Oh Schatz, wir haben schon lange keinen Podcast mehr aufgenommen. Ja. Also ich sage jetzt nicht, mach's Fenster zu, fahr mit mir in die Stadt, nimm einen Podcast auf. Ja, und wenn ich einen guten Tag habe,
Ja. Dann erkenne ich diese Hinweise. Wenn du gerade nicht deine Tage hast. Die lustigen. Die lustigen. Stimmt, dann erkennst du sie. Ich die Hinweise, ja. Und dann sagst du, Schatz. Das liegt auch daran, dass du mir eigentlich das auch so als Bedienungsanleitung mitgegeben hast. Das fand ich sehr nett. Ganz am Anfang, ne? Habe ich extra Buch geschrieben, damit du verstehst, wie ich ticke. Sehr coole Empfehlung eigentlich auch für alle, die hier zuhören. Dein Paarbindungsbuch. Ja. Der Paarbuch. Ja. Für Männer und Frauen. Aber jetzt ohne Schmäh. Ich habe da das wirklich, glaube ich, nach einer Woche Beziehung. in die Hand drückt und habe gesagt, lies mal. Ja. Das war kein Hinweis. Nee, das war der einzige direkt formulierte Satz, den ich sofort verstanden habe. Ich habe auch sofort gelesen. Stimmt, weil du ans Krankenhausbett gefesselt warst, mein Guter, sonst hättest du es wahrscheinlich bis heute noch in der Schublade. Das ist richtig. Ich kann mich nur erinnern. Ich fand es wirklich gut. Es war eine echte, ernst von Herzen kommende Empfehlung. Ja, das hilft. Und ich habe dir noch gegeben, mein Inside-Profil. Kennt ihr das? Also rot, grün, das stimmt. Blau, gelb, diese vier Farbtypen. Ja. Das war ja, also wo ich diese Auswertung zum ersten Mal gemacht habe, bin ich ja heulend vorm Computer gesessen und habe mir gedacht, oh mein Gott, ein Computer versteht mich. 40 Seiten? Ja, ungefähr. Ja. Also ich hatte alles, um mit dir umgehen zu können. Voll praktisch, oder? Ja, naja, nach einigen Erfahrungen ja im Leben und Beziehungen weiß man, was man zu tun hat in den ersten 14 Tagen. Bedienungsanleitung aushändigen. Ja. Wir machen ja einen Mindshift-Podcast, ne? Perspektivwechsel. Ich überlege gerade, was ich dir gegeben habe, damit du mich verstehst. Du hattest es eigentlich viel schwieriger. Ne? Du musstest ich musste dich verstehen lernen. Also so wie jeder Normalsterbliche da draußen das auch machen muss. Was wollten wir eigentlich jetzt besprechen? Du hast gesagt, das wird die lustigste Folge überhaupt, weil wir nicht wissen, worüber wir reden. Ja. Und wir mal mitschneiden, wo wir uns, also ich meine, wir reden ja häufig so, wie wir jetzt gerade uns unterhalten. Ehrlich? Ich finde schon. Ja. Okay, wir müssen jetzt Content bringen, damit uns da nur irgendwer zuhört hier. Schon mal, die erste wichtige Information ist ja schon, hast du deinem Partner eine Bedienungsanleitung gegeben? Oder dafür gesorgt, dass ein Verständnis entstehen kann. Ja, das ist super, weil Bedienungsanleitung fragen sich viele, na, ich habe ja keine. Ich habe jetzt nicht so eine Inside-Auswertung oder ein Buch, wie auch immer, geschrieben. Ich glaube, eine super Bedienungsanleitung für einen Partner ist, wenn man sich selber kennt. Seine Macken, also Special Effects. Special Effects. Ja, ganz wichtig. Und die Potenzialfelder nicht schwächen, nicht? Du Schatz, mein Potenzialfeld ist, dass ich immer die Socken rumliegen lasse. Ja. Nee, also mein Potenzialfeld ist tatsächlich, dass ich Kabel nicht aufrolle. Und du, mein Schatz, bist ja jemand, der Jungfrau ist, ne? Also im Sternzeichen. Können wir kurz noch über die Kabel reden? Ja. Das Aufrollen ist nicht das Thema. Na, okay. Dafür müssen sie ja existent sein. Wie? Wir haben ja sowas wie ein Bermuda-Dreieck in diesem Haus. Das Kabel einfach verschwinden. Ja, das Aufrollen wäre das Leichteste. Das würde ich gerne machen. Weil dann müsste ich nicht so viele Kabel nachkaufen. Also wir haben monatliches Abonnent an Handylader. Aber die sicherste Quelle für Ladekabel ist deine Aktentasche. Das ist sogar schon bis zu den Kindern durchgedrungen. Jetzt sprichst du natürlich ein Thema an. Ein Special Effect. Ist ein Heiligtum. Ein Heiligtum. Da darf niemand reingreifen. Also ich möchte es gerne erklären dürfen. Ja, bitte, bevor bitte. Bevor hier ein Image entsteht. muss ich ein bisschen ausholen. Bitte, unbedingt. Das interessiert uns jetzt alle. Damals,
es war gerade Winter und hat geschneit 1973. Ich glaube, wir veröffentlichen diese Folge nicht. Na bitte, erzähl. Na, mir ist das, ich bin, viele denken, dass ich sehr ordentlich bin. Dabei bin ich nur suchfaul. Ja? Ah ja, stimmt, das hast du mir schon mal erklärt. Das kann man verdrängt. Stimmt. Und ich versuche in dieser Tasche, ja, mehr Raum gibt's einfach nicht, den ich kontrollieren kann. Ja. Diese Tasche beherbergt diverse Adapter und Kabel. Und wenn ich da was rausnehme, packe ich das auch wieder zurück. Ganz einfaches Gesetz. Mhm. So. Und das heißt, ich kann dir mit 100%iger Sicherheit sagen, dass wenn du was brauchst, dass das in dieser Tasche ist. Mhm. Ich kann damit 100%iger Sicherheit sagen, dass wenn du was brauchst, dass das hier irgendwo in diesem Haus ist. Ja. Und ich weiß auch, ich habe ja so ein fotografisches Gedächtnis. Ne? Und ich weiß zum Beispiel, wenn dein Handy gleich leer ist, dass das Ladekabel zu deinem Handy, ja, unter dem Kissen ist, auf dem du liegst. Und ich habe schon überall gesucht. Na gut, also das ist so ein Special Effekt, der unglaublich toll ist. Also das ist einfach wirklich was Nützliches, Schatz. Also diese Taschenordnung. Aber Moment, zurück jetzt. Wir haben über deinen Special Effekt gesprochen. Ja, ich habe es jetzt umgedreht. Ganz was Geschicktes. Das lernt man mit der Zeit. Ein bisschen rumdrehen. Nee, aber jetzt ohne Schmäh. Es ist echt, also ich glaube, es ist ganz wichtig, wenn, deshalb glaube ich, funktionieren Beziehungen auch sehr gut mit den Jahren. Also auch wenn man selber ins Alter kommt. Wenn man sich ja zeitlang mit sich selbst beschäftigt hat und dann genau weiß, da gibt's ja die Geschichte von den Edelsteinsuchern. Habe ich dir die schon mal erzählt? Nein, aber sie interessiert uns alle brennend. So, den Gesichtsausdruck fotografiere ich euch. Na, pass auf, die ist wirklich Sorry, interessant. Sorry, ich will nicht verkneifen. Natürlich. Ja. Bevor es hier gleich weitergeht, möchte ich noch unbedingt was mit euch teilen. Ich werde immer wieder gefragt, ob ich auch Podcast-Coachings anbiete, in denen ich meine Erfahrungen, Methoden und Strategien weitergebe und ob ich bei der Umsetzung weiterhelfen kann. Und Leute, ich finde es großartig, dass so viele von euch ihren eigenen Podcast starten wollen, das Unternehmen den Podcast als internes Kommunikationsinstrument verstehen oder auch als Hidden Champion im Online-Marketing sehen. Also das, was ich mit dem Markenrebell und über 70.000 Hörern pro Monat bereits erfolgreich geschafft habe, möchte ich nun mit euch teilen. Wenn ihr Lust habt auf ein kostenfreies 20-Minuten-Coaching, dann bewerbt euch jetzt unter markenrebell.de/podcastcoaching und ich verspreche euch, in diesen 20 Minuten so viel Know-how rauszuhauen, so viele Hacks mit euch zu teilen, dass ihr Praxis, Praxis und nochmal Praxis bekommt. Also ins Internet markenrebell.de/podcastcoaching. Und dann schaffen wir das mit eurem Podcast auch. Und nun geht's weiter hier. Viel Spaß. Uhu. Also Edelsteinsucher aus Amerika fahren nach Peru zu den Bergarbeitern in so einem kleinen Dorf. Und einmal in der Woche stellen diese Bergarbeiter so kleine Tischchen auf und leeren da ihre Edelsteine aus, packen sie aus, damit die Amerikaner die kaufen können. Und da gibt's Bergarbeiter, die Riesensäcke voller Edelsteine haben. Ja. Und die Amerikaner gehen dahin zum ersten Mal, schauen sich das an, sind beeindruckt von den großen Säcken, prall gefüllt, oben auf sind Edelsteine und denken, boah, der ganze Sack ist voller Steine. Toll, das kaufe ich. Sie kaufen es, leeren es dann aus und merken, na, drunter war Schutt, unbrauchbar. Nur oben aufliegen die Edelsteine. Die sehr erfahrenen und intelligenten kommen beim nächsten, übernächsten Mal hin und sagen, leer das, den Sack aus und dann schaue ich, ob ich mit dem Schutt leben kann, wenn ich den Sack kaufe. Was ist die Moral von der Geschichte? Ich bin total neugierig. Ich glaube, dass viele Paare, vor allem wenn sie sich kennenlernen, wie
so naive Amerikaner sind, die zu den Bergbauern gehen und denken, boah, ein Sack voller Edelsteine, den nehme ich mit. Eine coole Story. Ja? Ja. Ist sie doch gut? Ja, I like. Genießt du ruhig einen Moment. Ja, warte kurz. Okay, ich habe genossen. Ja. Anstatt, und ich glaube, das kommt erst mit der Weisheit der Jahre und der Erfahrung, den Sack auszuleeren, sich den Schutt anzuschauen und zu sagen, kann ich mit dem Schutt leben? Kann ich mit heute im Leben, was der Partner eben noch so mitbringt? Weil dieses Blendenlassen der Edelsteine, das kennen wir ja eh alle ganz gut, ne? Das macht man ja in der Verliebtheitsphase. Man zeigt seine Edelsteine. Und ich habe dir ja mit dem Aushändigen meiner Bedienungsanleitung sofort den Schutt gezeigt, nicht? Wie groß war deine Überraschung, als du gemerkt hast, dass in meinem Sack nur Edelsteine waren? Ich hab's gewusst. Du bist so geil. Schatz, pass auf, Antwort. Es hat mich natürlich überhaupt nicht überrascht. Weil es mir klar war, dass du nur Edelsteine in deinem Sack hast. Warte, genieß ihn ruhig, den Moment. Aber es ist echt ein cooles Bild, muss ich echt sagen. Also, weil es ja, ich versuche gerade einen deutschen Satz zu bilden. Also ich finde natürlich den Ausdruck Schutt so ein bisschen schwierig, weil es so hart klingt. Ja, aber es ist eine Realität, Schatzl. Natürlich, ja? Aber ich musste gerade an eine Kabel denken. und also bei mir ist es heute so, es regt mich ja null auf, ja, sondern ich schmunzel dann. Ja, oder wenn du sagst, Norm, weißt du zufällig, wo mein Ladekabel ist? Weil der Witz ist ja, du suchst ja das Kabel nicht. Ich suche schon, indem ich dich frage. Ich so, und ich hasse ja Suchen, ja. Und denke mir einfach, hey, so aus voller Liebe. Ja. Aber ich musste jetzt gerade an unsere Tiroler Toilette denken. Da ist ja dieses Special Effects Bild, das sehe ich immer. Das ist intelligent platziert, oder? Ja, es ist eine Strategie. Natürlich. Jetzt hast du es durchschaut. Weil unser Tiroler Klo, muss ich kurz erklären, das ist unser, wir wohnen ja in einem Holzhaus und das Tiroler Klo ist total aus Holz und ganz urig eingerichtet. Und die intelligente Frau im Haus platziert dort immer Botschaften für den Mann, nicht? Also eine Karte. Zum Beispiel steht da, ich habe keine Macken, ich habe nur Special Effects, damit es so ins Unterbewusstsein reingeht. Oder es liegen so kleine Büchlein mit so inspirativen Texten. Und immer wenn ich da durch die Blume als Hinweis, nicht, ich hinterlasse ja Hinweise im Haus, etwas mitteilen will, schlage ich eine Seite dieses Buches auf und stelle es auf die... Das möchte ich jetzt kurz erzählen als Story. Da komme ich so zu Katie und sage, weißt du, was krass ist? Es ist unfassbar, dass die aufgeschlagenen Bücher auf dem Tiroler Klo meine aktuelle Lebenssituation beschreiben oder mir Lösungen anbieten. Und ich bin voll ernst geblieben dabei. Ja. Na, du hast gesagt, die Toilettenengel haben wieder was aufgeschlagen. Ja, und es ist, ja, und erstaunlich, weil wir müssen dazu sagen, wir haben 3 Bäder hier im Haus. Ja. Ja, 2 davon sind immer besetzt. Immer. So, das hat den Tiroler Klo einfach nicht vorbeikommen. Man kommt nicht, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch. Ja, ja. Aber das ist eine schöne Idee auch, ja, für Paare. Ja, nicht aufdringlich zu sein, sondern einfach Hinweise Bücher zu. Offen zu lassen. Auf der Toilette ist der einzige Ort, wo du wirklich hundertprozentige Aufmerksamkeit bekommst von deinem Mann. Ja, also so 100%. Oder nur als Podcast. Ja. Also nach Podcast kommt sofort Toilettenlektüre. Toilettenengel. So. Ist dein Kaffee jetzt leer? Also was ist denn jetzt das Fazit dieser unglaublich gehaltvollen Folge? Na, Mindshift für mich ist zum Beispiel echt dieses nicht dieses Aufdringen, sondern einfach dieses Hinweis hinterlassen auf eine charmante Art und Weise. Dann sich mitteilen. Also je besser man sich kennt, desto offener kann man auch drüber sprechen. Diesen
Schutt, den man irgendwann mal wahrnimmt beim Partner oder bei sich selbst, der ja dazugehört wie die Edelsteine, ja, genauso wertvoll ist, dass man den einfach einmal ja sich eingesteht und auch kommuniziert. Und auch lieben darf. Ja, ja. Ja, also, und ich glaube, das, also das macht für mich auch so, unter anderem natürlich, aber das macht für mich auch Liebe aus, dass ich das Geschenk annehmen kann, voll und ganz. Ne? Dass ich nicht sage, das und das liebe ich, aber das und das stört mich oder so, sondern das kann ich einfach annehmen, weil es zu dir gehört. Und da ich dich von ganzem Herzen liebe, ist krass, ne? Ich habe jetzt so eine Liebesbotschaft hier reingekommen. Voll. Ich das zurückspulen und mir immer wieder anhören. kann ich das halt gut annehmen. Ja. Und ich finde, wir haben in der Podcast-Folge heute echt tolle, jetzt muss ich so ein bisschen männliche Ratio einstreuen, Kommunikationsstrategien angeboten, wie man miteinander so in den Dialog gehen kann und einfach auch diese Themen, und das fand ich so toll am Anfang und so, Liebe, dass du mir halt gleich so rein Weihnachten geschenkt hast. Und gesagt hast, hey, guck mal her, das bin ich. Ich zeig mich dir. Mhm. Ja, ich sag nicht, den Schutt zeige ich dir so in 2-3 Jahren, sondern das hat mich schon sehr beeindruckt. Na, alles andere wäre ja wenig intelligent und hat man ja schon hinter sich, ne? Dieses Masken aufsetzen, verbergen, dieses sich erst nach Jahren offenbaren und zeigen. Sich verstellen auch. Ja, ja, furchtbar. Ja, ja. Ist total anstrengend. Also ich fand das früher immer sehr anstrengend. Ja. Und das ist auch ist kein Boden für Nähe. Ja. Du kannst ja nur nah sein, wenn du auch die Hüllen fallen lässt. Für mich hat das auch viel mit Vertrauen zu tun. Ja. Ja. Also ich kann mir gut vorstellen, dass in Beziehungen Angst herrscht, zu sagen, okay, wenn ich mich jetzt wirklich so zeige, wie ich bin, dann geht der oder die vielleicht. Ja. Und das ist für mich so ein Vertrauensthema. Aber jetzt habe ich einen Gedanken gehabt, vielleicht geht's uns selbst ja mit uns auch so, ne? Wenn wir uns ansehen in dem Spiegel und voll und ganz wahrnehmen mit all dem, was wir mitbringen. Da habe ich heute Morgen auch drüber nachgedacht, diese bekannten oder berühmten Schattenseiten. Da habe ich halt ein Kapitel in meinem Buch drüber geschrieben. Das erschreckt uns selbst ja auch, weißt du. Ich glaube, wenn man selbst erkennt, jetzt bin ich da neidig oder habe Angst oder bin in der Konkurrenz oder in der Eifersucht, dann umdeckelt oder ummantelt man ja diese Gefühle auch, weil man einfach ein guter Mensch sein will. Ja, weil man auch eine schöne Seele hat und sich ja auch vor sich selbst oft versteckt. Und die Befreiung ist ja die im ersten Schritt, dass man das selbst auch wahrnimmt und sagt, schön. Jetzt da hast du Neid oder hast du Eifersucht, was machen wir jetzt damit? Ne? Decke ich es zu? Ja. Verteidige ich mich? Nehme ich in Schutz oder kann ich es vor mir selber auch offen darlegen? Krass, also sehr mutig vor allem, das so zu benennen für sich, für dich. Also nur mal für sich, ja, gar nicht öffentlich, dem Partner, oder sondern einfach zu sich zu sagen, ey krass, wow, das ist Eifersucht, was mich jetzt gerade beschäftigt oder... Also eine tolle Übung ist, die habe ich heute Morgen auch gemacht. Wenn du laut aussprichst, aha, das macht dich, da bist du voller Neid oder da bist du in der Konkurrenz oder in der Angst, aha, das macht dir Sorgen. Das laut aussprechen so, das entlastet auch sehr, ne? Und dadurch lässt du auch die Hüllen fallen und dadurch bist du dir selber wieder näher, ein Stück weit, also mir geht so. Und dann kann ich dir auch nah sein oder anderen Menschen auch, weil ich diesen Schrecken, es hat diesen Schrecken verloren. Sonst hat man ja Angst, dass der andere entlarven könnte, wie man in Wirklichkeit mit allem, was man ist, auch ist. Ne? Und dann verbirgt man. Aber wenn ich selber den Mut habe, das zu zeigen, dann muss ich keine Angst mehr haben, mich vom anderen zu zeigen. Ja. Und der andere erschrickt auch, kann ich es vielleicht mit Gelassenheit sehen und fühle mich nicht abgelehnt, sondern entdecke, dass der andere erschrocken ist, weil er vielleicht diese Seiten auch an sich kennt, aber noch nicht offengelegt hat. Spannend, es hat auch unmittelbaren Einfluss auf das Verhalten.
Ja. Also wenn ich den Mut habe, es offen auszusprechen, mir selbst gegenüber, ne, laut auszusprechen, dann, dann begegnest du mir, ne, oder deinem Partner ja ganz anders, als wenn du es versuchst, so innerlich mit dir selbst auszumachen, irgendwie zu ummanteln, wie du sagst. Ja. Dann begegnest du ja wieder deinem Partner ganz anders, von wegen, ja, ich hab's im Griff, ne? Ich hab's nur zur Seite geschoben. Ja. Ja. Ja, du trägst eine Maske und du funktionierst. Und man wird auch liebevoller und sanfter mit sich. Hm. Also ich merke, irgendwie ist das so ein Zwiegespräch, als würde ich mit einem meiner Kinder sprechen, die mir offenbart und sagt, Mama, da war ich jetzt ganz schön ängstlich oder oh, ich finde das voll doof, dass der eine 1 hat und ich eine 3 oder so, ja. Diese neidigen Gedanken, die man da oft hat. Und dann bringt man sich selbst wieder auf eine andere Spur, wird liebevoller, sanfter, verurteilt sich nicht. Und dadurch ist auch wieder mehr Nähe möglich, weil ich ja den anderen auch nicht verurteile, ne? Wenn zum Beispiel der andere eine Eifersucht in die Beziehung mit einbringen würde, kann ich dem sanfter begegnen und sagen, okay, wo brauchst du mehr Sicherheit von mir? Ja. Das ist ja die Umkehrfrage. Ist auch eine tolle Offenbarung. Ja, also wenn ich an unsere Kinder denke, dann hast du ihn ja sehr früh, wenn ich mir Ben anschaue, ja, der wird jetzt 5 im Januar, dann hast du den ja sehr früh beigebracht zu benennen, ihr Gefühl zu benennen. Ja. Und gleichzeitig auch dieses Warum sich zu überlegen. Ne? Und er kommt und sagt, ich bin sauer. Und dann fragst du, warum, dann spricht er das aus. Ja. Das heißt, du hast eine Kommunikation hergestellt, sodass man von außen als Elternteil oder auch in der Partnerschaft nicht mehr interpretieren muss und dadurch Missverständnisse entstehen, sondern die Kommunikation ist ganz klar. Der eine sagt, das ist meine Emotion, das ist der Grund dazu. Und dann kannst du entscheiden, dich empathisch zu nähern. Um dann im nächsten Schritt das Thema zu diskutieren. Das ist schön, dass du das sagst und das rührt mich auch sehr, weil ich habe mich ja länger damit befasst, warum es Menschen so schwer fällt, sich zu zeigen, ne? Oder auch sich Gefühle einzugestehen. Und ich glaube, es fällt deshalb so schwer, weil wir es nicht gelernt haben. Oder weil wir gelernt haben, dass wenn ich mein Gefühl benenne, es auf Ablehnung stößt oder herabgespielt wird oder so, mein Gott, na, jetzt hast du Angst oder jetzt stell dich nicht so an, ne? Also hat man in Österreich am Dorf oft gehört, jetzt stell dich nicht so an. Ja. Oder Indianer kennt doch keinen Schmerz, ne? Wenn man geweint hat. Und mir war dann so wichtig bei den Kindern, dass ich ihnen beibringe, ihre Emotionen zu benennen. Weil ich glaube, erst wenn du ihnen eine Stimme gibst und dann auch die Erfahrung machst, dass jemand empathisch begegnet, kannst du auch empathischer Mensch werden. Schau, in einer Beziehung ist ja oft so, da sagt einer zum anderen, boah, mach mir Sorgen um das oder mir geht's gerade nicht gut oder ich bin verärgert oder ich bin traurig. Und dem anderen macht das Angst, weil er unsicher wird und sich denkt, oh, jetzt ist mein Partner ängstlich, jetzt komme ich auch in eine Unruhe, der soll mir doch Sicherheit und Halt geben. Ne? Dann kommen diese kindlichen Projektionsflächen auf den Partner. Der darf nicht schwach sein, zum Beispiel. Und dadurch spielt man den anderen runter. Aber nur, weil die Angst selber so groß ist. Und dann denkt sich der andere, boah, der kann ich ja gar nichts erzählen. Die versteht mich nicht. Jetzt muss ich auch auf Distanz gehen. Und dann entsteht auf beider Seite so eine Distanz, dass man ja nur noch Masken tragen muss, um sich nah sein zu können. Das ist ein interessanter Gedanke gerade. Ja, ich muss gerade an uns Männer denken. Bitte, mach das. Sag was echt Wichtiges. Ja, weil ich glaube, das ist einfach, wir sind halt schnell in der Ratio. Ne? Also wir, anstatt empathisch zu begegnen, ja, gehen wir schnell in die Lösungsfindung. Ja, aber das ist auch was Schönes. Das ist ganz was Schönes, Männliches auch, ja, in die Lösung zu gehen. Ja, vielleicht kann man das aber so in den zweiten Schritt mit einfließen lassen. Ja, weil ich glaube schon, also ist zumindest für mich ein Learning gewesen, wenn der eine sich so fühlt, dann darf das ja so sein. Ja. Und in diesem so sein dürfen, die Begegnung herzustellen. Ja. Und im nächsten Schritt meinetwegen die starke Schulter zu sein und zu sagen, hey, ich habe mir was überlegt, das könnte eine Lösung sein. Da hast du recht. Das ist was Schönes und das braucht ja auch ein Bewusstsein, nicht? Ja. Dass du weißt, von deiner Natürlichkeit her würdest du mir sofort eine Lösung geben.
ja, wenn ich mit einer Herausforderung komme. Und das würde aber mir das Gefühl geben, du verstehst mich nicht oder interessierst dich nicht und ich will keine Lösung, ich will ja jetzt nur dich fühlen oder verstanden oder dieses Gefühl von Empathie im Raum haben oder einfach in den Arm genommen werden, ohne gleich eine Lösung zu haben. Und da musst du dich ja zurücknehmen in dem Moment und brauchst das Bewusstsein, okay, die Kette kommt jetzt gerade, will mir jetzt was mitteilen, will keine Lösung, will nur in den Arm genommen werden. Und im nächsten Schritt, wenn ich dich dann darum bitte oder sage, hey, Lösung wäre toll, dann kannst du das quasi sagen. Und ja, im Grunde ist es ja auch die Fragestellung, bist du als Mann stark genug, dieses Gefühl zu halten? Richtig, toll, dass du das sagst, weil das ist diese Präsenz, die sich ja so viele wünschen, ne? Diese Präsenz von, hältst du mich aus? Kann ich meine Masken ablegen, mich dir zeigen und hältst du es aus, so wie ich bin? In meiner ganzen Verzweiflung, in meiner Hoffnungslosigkeit, die einfach das Leben auch mal mit sich bringt. Beiderseits, ne? Für den Mann und für die Frau. Und sicher auch für Männer ein Riesenthema, weil Männer von sich aus auch immer erwarten, das starke Geschlecht sein zu müssen, Halt zu geben, der Fels in der Brandung zu sein. Und ich glaube, auch im Mann ist eine Sehnsucht da, sich mal fallen zu lassen, hinzugeben, auch mal sagen zu können, ey, es ist okay, wenn ich jetzt gerade keinen Plan habe, keine Lösung habe und ich darf mich da trotzdem zeigen. Ich muss mich nicht zurückziehen in eine Höhle und Lösung für mich finden und dann erst wieder auftauchen, wenn ich sie habe und zeigen kann, wie stark ich bin. Sondern ich darf auch mal sagen, hey, können wir das gemeinsam entdecken? Aber das kommt, glaube ich, auch erst mit der Reife. Ne? Also mit einer gewissen inneren Reife und Weisheit. Und Bereitschaft. Ja. 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 Bereit zu sein. Weil es geht ja in dem Moment auch um das Annehmen, wie wir gerade gesagt haben, aber auch um das Geben. Ne? Also, dass man, und das Geben würde ja schon reichen, wenn es so dieses emotionale Thema ist. Weißt du, also, wenn ich empathisch begegnen kann, stören die Handys hier. Wir hatten die Handys nicht ausgemacht. Ich habe meins ausgemacht. Und warum? Ja, weil du es mir das letzte Mal, glaube ich, 5-mal gesagt hast. Schatz, das macht einen Ton. Also, was wolltest du sagen? Empathie. Dass das, was der Mann geben kann, wenn er keine Lösung hat, ja auch Empathie sein kann. Genau, das ist Unterstützung. Das ist oft viel mehr wert. Ja. Oder genau das, was für die Frau wichtig ist. In dem Moment, oder für, ich will nicht sagen für die Frau, ich möchte das gar nicht jetzt so in eine Schublade packen. Ich glaube, es ist für die Beziehung und für die Nähe in der Partnerschaft ganz wichtig. Ja. Ja. Also, wir hängen das Paarbuch in die Shownotes und bei Fragen sehr gern. Ich glaube, wir werden mehr über Beziehungen und so noch sprechen, weil es ein wichtiges Thema ist, ne? Wir können einen kleinen Aufruf starten. Vielleicht unter die Shownotes als Kommentar in den Mindshift-Blog. Einfach dazu schreiben, welche Themen spannend. Ja. Ansonsten würden wir die Themen vorgeben. Wie wir es hier die ganze Zeit machen. Aber lass uns mal überlegen, was wir eigentlich heute für eine Podcast-Folge machen wollen. Ich glaube, du musst irgendwie reinschreiben, ab Minute 17 wird es gehaltvoll. Sonst geht so viel verloren, weil am Anfang zu viele aussteigen. Okay, es hat mich sehr gefreut, Schatz. Ja, mich auch. Und vielen Dank für die Impulse. Für die Hinweise.